Panzer 4 verstanden. Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, Einsatz 4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 131, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. So, und damit begrüße auch ich euch heute zur ersten Folge von The Evil Within auf der PlayStation 4. Und ich habe schon so das kleine erste Manko, und zwar schaut es zwar ganz nett aus, aber jetzt gerade so in der Videosequenz zum Beispiel hat man schon gemerkt, dass die Texturen teilweise ein bisschen zu langsam waren. Ganz kleines bisschen. Keine Waffen mehr in den Autos. Und auch keine Menschen. Alles voller Autos, aber kein einziger Mensch ist hier. Merkwürdig, merkwürdig. Ganz sollten wir doch etwas auf die Schliche kommen, gehen, ja, machen wir einfach mal hier los. Weder Blut noch Patronenhülsen. Ja, weil hier draußen scheinbar nicht viel passiert ist. Oh, die hat ein weißes Oberteil im Regen an. Bleib stehen. Hey, hör auf mich wegzuschieben. Oh ja, bleib stehen. Wir machen jetzt den Wetshirt-Contest. Oh, und man kann sogar ganz leicht durchschauen. Das ist sehr schön gemacht. Ja, ja, sehr detailgetreu. Ja, machen wir mal weiter. Bevor wir hier noch als Sexisten abgestempelt werden, gehen wir mal rein. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Oh, wer hätte damit nur gerechnet? Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Oh nein, ich hätte nie damit gerechnet, dass hier Tote sind. Auf jeden Fall dafür, dass es draußen noch recht harmlos aussah, ist es hier umso schlimmer. Da hat jemand wohl echt ordentlich gewütet. Hast du das gehört? Ja, lauf mal ein wenig schneller. Hier lebt noch jemand. Wow, wow, ein Schocker. Wow. War wahrscheinlich die schlimmste Szene im ganzen Spiel. Und da lebt noch jemand. Schauen wir doch mal, wer das ist. Alter, lauf mal schneller. Danke. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvikus. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Okay, machen wir das gleich. Ich schätze mal, die sind hier.
Alter, dieser Typ ist so ultra langsam. Es sind doch noch nicht alle tot. Was zur Hölle? Okay, aber jetzt. Okay, Connor sah auch schon mal gesünder aus. Hallo. Nett, dich kennenzulernen. Was ist immer der da macht? Ich glaube, der Typ, den er gerade zerlegt hat, war noch nicht so ganz tot. Das sieht hier nicht besonders einladend aus, muss ich sagen. Oh. Ja, jetzt ist er wahrscheinlich tot, ja. Verliert ziemlich viel Blut. Linker Stick. Versuchen wir mal, da an das Messer ranzukommen. Vermute ich jetzt mal einfach. Weil das blinkt kaum. Ach du Scheiße. Los, ein Stück. Okay, ich habe gerade festgestellt, es ist scheißegal, wie ich den Stick bewege. Der schwingt trotzdem in die richtige Position. Das ist schon mal gut. Ja, könntest du bitte irgendwie schleichen? Lecker, wir sind scheinbar auch nicht R1 schleichen. Okay, machen wir das doch mal. Kommen wir da raus. Oh Mann, ich will nicht an dem Typ vorbei. Der schaut nämlich nicht so aus, als wäre er besonders freundlich zu uns. Ah, aber der Pfanne scheint ein Schlüssel zu hängen. Klischeehaft. Weil es natürlich neben sich hängen hat und nicht einstecken. Gewöhnliche Schlüssel. Ein Schlüsselband aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Und er hat ganz elegant durch den Schlüssel durchgelangt. Wir ziehen uns hier mal vorsichtig wieder zurück. Und schauen, ob wir jetzt durch die Tür dürfen. Intelligent. Ich versuche immer in die Kamera zu reden, aber anstatt hinzuschauen, drehe ich mich nur hin und sag was. Oho, wir haben den Schlüssel benutzt. Wir schleichen mal lieber weiter. Ist auch gut, dass geduckt die Musik leiser wird. Okay, er ist nicht da gerade. Gehen wir mal hier weiter. Ist gut, dass da ein Draht gespannt ist. Aber da war kein anderer Weg. Ich glaube, wir müssen da durch. Können wir da drüber steigen? Okay, das ist klischeehaft. Rennen wir mal, da wir ja leider keine Chance hatten, dem Draht auszuweichen. Suchen wir mal unser Glück. Und macht er die Tür von alleine auf.
auch sehr lecker aus. Ich vermute mal, das sollten wir nicht reinrutschen. Ja, das, meine lieben Freunde, nennt man ein Blutbad. Es ist ziemlich dunkel hier. Das ist echt verdammt. Oh, ich muss auch noch was bewegen. Was? Okay, das ist echt ganz schön dunkel hier. Und gut, dass die Klamotten das Blut nicht einsaugen, sondern dass es einfach dran runter ab, dran runterläuft und abperlt. Das ist echt grandios. Solche Klamotten brauche ich auch. Können wir hier durch? Nix. Ja, wir können hier durch. Steht bestimmt gleich unser netter Kumpel wieder hinter uns oder so. Ist da was? Man muss immer schauen, ob es irgendwo irgendwelche Secrets gibt. Man weiß ja nie. Schaut aber irgendwie nicht so aus. Bewegen wir uns mal lieber in die andere Richtung. Ich hoffe, dass wir bald mal ein wenig schneller laufen können. Das ist bestimmt auch sehr gut für das Bein, weil mit offenen Wunden soll man immer in Abwasserkanäle hüpfen. Das weiß ja jeder. Naja, ich meine nicht. Oh, ein Typ im Rollstuhl. Wie unbedenklich. Gibt's hier irgendwas? Schon ein Raum, der abseits des originalen Wegs liegt und es ist nichts drin. Seltsam. Komisches Spiel, das Spiel ist scheiße. Bewegen wir uns doch mal auf den Typen zu. Wo geht's hier raus? Und wir heben das auf, was folgt. Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. R. Könnte R etwa für Ruvik stehen? Den Typ, den am Anfang schon der andere erwähnt hat. Dass die Nervenkliniken immer so positiv dargestellt werden in solchen Videospielen. Oh, ist verschlossen. Damit hätte ich nicht gerechnet. Es ist echt verdammt dunkel hier. Kann ich da auch irgendwas aufmachen? Scheinbar nicht. Klettern wir doch mal da hoch. Sind echt verdammt flott unterwegs. Los, ich glaube an dich, du schaffst das. Und nach der halben Partlänge sind wir jetzt endlich die Leiter hochgekommen. Hoffentlich können wir bald rennen. Ey. Notiz aus Heizraum, 13 Uhr. STEM-System beginnt. Was? Systemtest beginnt, Entschuldigung. 13.15 Uhr, Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr, Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograph berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von STEM-System an. 13.45 Uhr, Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und wird synchron. 14 Uhr, dieser Mann ist aufgetaucht. Das ist bestimmt Connor gewesen, den wir vorhin getroffen haben.
seit seinen Tagen in Assassin's Creed ein bisschen tot geworden. Es sah zumindest ein bisschen tot aus. Oder untot, weil er war ja nicht tot. So, ich muss jetzt aber kurz mal hier in die Optionen und die Helligkeit ein bisschen höher machen. So. Weil man erkennt einfach nichts. Wieso baut man, wenn der Typ voll am Abhumpeln ist, so lange Flure ein? Oh Mann, ey. Das ist ein paar optische Fehler. Oh shit. Geh wieder raus. Schön, dass wir direkt davor gestanden waren. Das ist ein bisschen ein Outlast, muss ich sagen. Bitte schau nicht hier rein, ey. Komm, geh wieder rein. Tu mir den Gefallen. Der Kollege hat ein leichtes Aggressionsproblem. Definitiv. Auch gut, dass ich während der da stand, gar nicht die Möglichkeit hatte, hier rauszugehen. Sind wir mal so waghalsig und laufen ihm nach. Symbol für Alarmbereitschaft von Gegnern. Steuerung, Information. Nähe. Ein Gegner befindet sich in der Nähe. So. Entdeckung. Ein Gegner hat dich bemerkt. Ist dann so. Wenn sich ein Gegner in der Nähe befindet, erscheint das Nähe-Symbol. Wenn dich ein Gegner entdeckt hat, erscheint das Entdeckungssymbol. Klingt logisch, ja. Ah, ich lauf woanders hin. Dreh um. Drehung. Danke. Wir machen einfach mal hier einen auf verrückte Junge. Dann ein bisschen. Ah, okay, das soll man nicht werfen. Werfe ich. Werfe ich die. Oh. Mit R2 wirft er. Oh, wir laufen mal schneller hier durch. Noch hat er uns nicht entdeckt, laut Anzeige. Ich glaube, er hat uns nicht entdeckt. Gott, wo müssen wir hin? Die Kameraführung ist ein bisschen scheiße. Komm, 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 komm. Der Dude ist beschäftigt, danach eine Flasche nachzujagen. Ich glaube, wir können wieder aufstehen, schätze ich. Geh da rein. Gott sei Dank, die Tür ist zu. Bisschen keinen Bock auf den. Oh, auf irgendwelche Stühle wegzukicken, ey. Ja, gehen wir weiter. So, wir haben es geschafft, ohne dass er uns entdeckt. Oh, oh. Oh, Scheiße! Ach ja. Wie schön doch Spiele sind, die kaum gescriptet sind. Helder hat einfach unsere Flasche fallen gelassen. Dann steh auf! Geh in den Fahrstuhl! Lauf!
Das war ja noch mal knapp. Puh. Aber wir haben es überlebt. Kein Ding für uns. Und nun erstmal die Ecke rotzen. So ein richtiger Mann. Und eine rauchen. Blöd, wenn man keine mehr hat. Sehr ärgerlich. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass wir das Lied rausgestreicht haben. Oder halt wieder Content-Gedöns. Deshalb rede ich mal kurz ein bisschen dazwischen. Auch wenn das Lied sehr cool ist, also mir gefällt's. The Evil Within. Schön gemacht auf jeden Fall. Oh, und der Fahrstuhl ist endlich angekommen. Die Tür schwingt auf. Oh. Oh. Was ist das denn? Komisch. Aber das ist ein magischer Fahrstuhl, der hat uns nämlich geheilt. Wir haben keine Beinverletzung mehr. Scheiße. Dafür fällt uns jetzt die Decke auf den Kopf. Oh, und jetzt können wir nämlich auch rennen. Weil wir waren jetzt so lange im Fahrstuhl, dass A, unsere Beinverletzung weg ist. Und B, wir endlich mal fähig sind zu rennen. Sehr schön. An Wänden und Texturen. Verdacht, dass das Korn ist, bestätigt sich immer mehr. Jetzt steht auch noch auf Kirche. Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber. Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhige dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück! So ist eigentlich in der ganzen Stadt kein einziger Mensch unterwegs außer uns. Scheiße. Was zum Fick? Es ist jetzt so komisch, dass kein Mensch mehr da ist. Ich hab den so gekriegt. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten?
Nur ein paar Kratzer. Uns geht's gut. 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 Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. So gesund aus. Und das schaut auch nicht so gut aus für uns. Aua. Kapitel 1 überlebt. Ja, wenn das dann jetzt schon so schön in Kapitel unterteilt ist, würde ich mal sagen, war es das hier für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen rauf da lassen. Und wenn ihr den nächsten Part auch nicht verpassen wollt, dann ja, wie gehabt, abonnieren, favorisieren, alles. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.